Grund zur Freude haben die Schüler des neuen Gymnasiums Wendelstein allemal. Schließlich dürfen sie die Vorzüge des Neubaus in vollen Zügen genießen. Denn diese Schule ist nicht nur hochmodern gebaut, sondern auch mit seinem Energiekonzept und dessen Effektivität in Bayern einzigartig. Das innovative Energiekonzept des Gymnasiums besteht aus einer hochgedämmten Gebäudehülle, der Wärmeerzeugung aus regenerativer Quelle, 5 Kilometer Erdwärmesonde, Wärmepumpe, und einen Biomethankessel, der Wärmeverteilung und Heizung über Flächenheizung, einem Gebäudeleittechnik-Konzept, das eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und moderne Lichttechnik und Beschattungstechnik kombiniert. Diese Schule ist ressourcenschonend, energieeffizient und wirtschaftlich gebaut. Neben der Erdwärme spielt die Solarenergie eine große Rolle. Stolze 80% des jährlichen Strombedarfs kann die Schule über die netzgekoppelte Photovoltaikanlage aus eigener Kraft decken. Der in den Solarmodulen entstehende Gleichstrom wird mithilfe eines Wechselrichters in Wechselstrom gewandelt. Dieser dient bevorzugt der Eigenstromnutzung. Der Überschuss wird ins Stromnetz eingespeist. Der bayerische Energiepreis ist für uns Ansporn, aber auch Anerkennung und motiviert den Landkreis Roth im Bildungssektor, Bildungsregion Mittelfranken ist hier ein Stichwort, seine Gebäude im Bestand dahingehend zu sanieren, um ähnliche Bedingungen für die Schüler auch an den anderen Schulen des Landkreises zu schaffen. Und dazu gehört auch Lernen in Wohlfühlatmosphäre und vor allem mit Hilfe neuester technischer Einrichtungen. Derzeit gibt es in der Schule 8 Klassen, von der 5. bis zur 7. Jahrgangsstufe. Doch das ist erst der Anfang. Der Andrang auf die Hightech-Schule ist groß. Die Energieeffizienz schlägt sich eben auf ein Wohlfühlen im Haus nieder. Und ich denke, Kinder, die gerne in die Schule kommen, lernen auch gerne. Das ist etwas, was wir sehr stark hier so empfinden, was wir auch von den Eltern immer wieder rückgemeldet bekommen, dass die Kinder sehr gerne hier sind. Und ich habe schon den Eindruck, dass sich das auch in guten Leistungen niederschlägt. Alle Räume werden über das Flächenheizsystem beheizt. Die spezielle Gebäudehülle kann im Sommer auch zur Kühlung aktiviert werden. Innovativ und neu ist die kontrollierte Be- und Entlüftung der einzelnen Klassenzimmer. Modernste Bauingenieurskunst macht dieses Zusammenspiel möglich. Das Besondere und der Hightech-Charakter ist der integrierte Ansatz, den wir hier gewählt haben. Das heißt, die Gebäudehülle, der Wärmedämmstandard der Gebäudehülle, das Lüftungskonzept, das sind aufeinander abgestimmt, die Bauteilaktivierung für die sommerliche passive Klimatisierung dazu noch, sind auch so aufeinander abgestimmt, dass wir einen sehr niedrigen Wärmebedarf haben. Und diesen Wärmebedarf decken wir dann ausschließlich mit erneuerbaren Energien, sprich mit einer Wärmepumpe, mit 22 Erdsonden und einer Photovoltaikanlage, die 170 kW hat. Vom Spatenstich bis zum Schulbeginn vergingen bei diesem Projekt gerade mal 2 Jahre. Der Energiebedarf von 40 Kilowattstunden pro Quadratmeter war einer der Hauptvorgaben für den Bau. Doch trotz des perfekten Zusammenspiels zwischen Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit blickt die bayerische Bauwirtschaft weiter in die Zukunft, um an der Optimierung solcher Neubauten zu arbeiten. Also gegenüber dem damaligen Stand, wo das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz, auch noch hohe Vergütungssätze für die Stromeinspeisung vorgesehen hat, würden wir uns heute, denke ich, viel mehr auf die Eigenstromnutzung, auf intelligente elektrische Verbraucherstrukturen orientieren. Wir würden, Stichwort Smart Metering, Demand-Side-Management, uns darauf konzentrieren, dass man den Strom, den eine gebäudeeigene Photovoltaikanlage produziert, auch nahezu vollständig im Gebäude wieder nutzt. Und vor diesem Hintergrund wäre natürlich heute auch das Thema der dezentralen elektrischen Energiespeicherung ein ganz wichtiger Punkt, den man in der Planung vor 3 oder 4 Jahren noch nicht in dieser Tiefe bearbeitet hat, weil es damals noch nicht so aktuell war. Baumodelle für die Stadt der Zukunft entstehen hier von Kinderhand. Das Gymnasium Wendelstein ist nicht nur Modell und Vorbild, sondern auch Ideenschmiede. Für die Ingenieurskunst von morgen bietet der innovativste Schulneubau Bayerns die beste Grundlage. Denn eins ist klar, dass energieeffizientes Bauen auch in Zukunft Schule machen wird.